Zu der Bindella-Gruppe gehören mittlerweile über 40 Restaurationsbetriebe. Jeder Einzelne ist erfolgreich unterwegs. Wie wir im Beitrag gesehen haben, hat auch Pew das Zeug dazu. Zum ersten Mal allerdings setzt Bindella nicht auf Bewährtes, sondern geht mit dem Pew neue Wege. Der Andreas Krummes unterhält sich im Expertentag mit dem Geschäftsführer. Herr Pimpini, wir dürfen im neuesten Restaurant sein der Bindella-Gruppe in Pew. Einige Monate sind vergangen seit der Eröffnung. Können Sie uns einen kleinen Rückblick geben über die vergangenen 4 Monate? Also, die vergangenen 4 Monate sind wirklich gut gelaufen. Wir haben super gestartet. Wir haben eine Bombeneröffnung und ja, die Erwartungen, die wir hatten, sind wirklich übertroffen worden. Also, wir sind wirklich zufrieden mit den letzten 4 Monaten. Also, es ist wirklich ja, gelungen. Wenn man ein neues Konzept macht, gibt es immer so die Theorie und Praxis. Mhm. Man stellt sich alles vor, wie es so ist, dann eröffnet man und dann gibt es ja oft noch so unvorhergesehene Dinge. Ist das bei Ihnen auch passiert? Also ich kann froh sein, dass wir ein super Team haben, das wirklich alles im Detail geplant hat. Natürlich, wie Sie sagen, Papier und Realität ist dann etwas anderes, aber wir haben wirklich ganz, ganz wenig müssen verändern. Klar, man muss immer wieder, ja, wenn man dann da ist, etwas verändern, aber eben, Gastronomen sind doch Improvisationstalent. Also von dem her, nein, ist sehr gut gelungen. Ja. Sehr gut gelungen. Das Pew steht für Restauration und Takeaway. Das erste seit über 100 Jahren Bindella Gastronomie-Geschichte. Was ist so das USP vom Pew? Also wir haben wirklich mit dem Pew das ganze Napoli-Flair auf Zürich bringen. Und auch mit den Produkten, die wir anbieten. Eben die Pizza ist, ja, sagen wir, wie die Pizza, die man im Neapel isst. Und auch die Zutaten, die meisten kommen gerade aus der Campania oder Neapel. Und ja, das ist wirklich, was wir haben wollen, dass mehr Napoli in Zürich. Das ist auch unser Slogan, sagen wir mal so. Eben, wir haben, wie schon gesagt, das neue Konzept richtet sich auch auf Takeaway. Mhm. Selbstverständlich, die Lage ist optimal dafür. Ja. Wer steht hinter dem Konzeptgedanken, dass man sagt, jetzt kommt Bindella das erste Mal auch raus aus dem klassischen Restaurantbetrieb hin zum Takeaway? Also, wie Sie gesagt haben, da ist natürlich auch mit der Lage verbunden. Oder wir haben hier in der Umgebung 4 Schulen, wir haben viele Studenten, wir haben auch viele Angestellte, es sind auch viele Firmen hier in der Umgebung. Und wir haben natürlich nicht nur das Sitting Restaurant wollen anbieten, sondern auch ein Takeaway. Aber trotzdem haben wir die Qualität vom à la carte Restaurant auch im Takeaway wollen anbieten. Das heisst, es sind auch die gleichen Produkte, die wir hier im Restaurant anbieten, haben wir auch im Takeaway. Und das, ja, wie Sie sagen, auch natürlich lagebedingt. Was man auch merkt, vom Ambiente her, das ist nicht klassisch Bindella, klassisch Italiano, so wie wir es eigentlich kennen von den verschiedenen 43 Betrieben von Bindella. Wo kommt die Idee, der Ansatz her? Wo holt man sich die Inspiration für so ein Konzept? Also da haben wir natürlich auch Stararchitekt aus Tel Aviv gehabt, was da noch mitbewirkt hat. Und ja, wir haben, oder besser gesagt, Rudy Bindella Junior hat auch ein bisschen einen jüngeren Schwung im Rennen gebracht. Oder, man sieht es auch, von der, wenn man jetzt das ganze Restaurant anschaut und die anderen Bindella-Betriebe, man sieht schon, es ist ein bisschen ja, moderner und peppig geworden. Und denken sicher auch wegen Rudy Bindella Junior Einfluss. Jetzt sind Sie ja gut gestartet, wie Sie gesagt haben. Ein erfolgreiches Konzept eigentlich schon nach 4 Monaten. Da müsste man doch eigentlich schon denken, na, wann geht das nächste, der nächste Betrieb auf? Ist da schon was in Planung oder ist es ein Einzelkonzept? Also, wir sind mal mit dem gestartet. Es sind sicher weitere in Planung. Natürlich wissen wir noch nicht, wie, wo und wann, aber ja, es sind weitere Pew in Planung. Gut, dann werden wir ganz sicher bei der nächsten Eröffnung des neuen Restaurants, eines der neuen Restaurants dabei sein, mit Bester Swiss Gastro bewegt. Ich möchte mich bedanken für das gute Gespräch und vielen Dank. Sehr gern geschehen.